Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Yoga-Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich auf diese gemeinsame Stunde. Namaste und willkommen. Ich habe dir heute einen schönen, knackigen, fließenden Yoga-Flow mitgebracht, der den gesamten Körper mobilisiert. Wir schenken ihm Elastizität, wir schenken ihm Vitalität, nutzen mal dehnende Sequenzen und kraftvolle Sequenzen für die Muskulatur, nutzen spritzige Bewegungen für das Bindegewebe und die Faszienstrukturen, laden uns also auf mit frischer Energie, verbringen den Rücken in Drehungen, strecken ihn, neigen ihn mal zur Seite, mal nach vorn, mal nach hinten, bewegen die Hüftgelenke durch, mobilisieren die Beine. Also du siehst, ein Yoga-Fluss für den gesamten Körper, für viel Wohlbefinden, viel Lebendigkeit, viel Kraft und Vitalität. Dann würde ich sagen, lass uns nicht lang drüber reden, sondern beginnen und die Matte ausrollen. Ja, dann komm am besten gleich in die Position des Kindes. Bring dafür aus dem Vierfüßler heraus die Knie etwas auseinander, die großen Zehen zueinander und dann schieb dein Gesäß nach hinten Richtung Fersen. Schau mal, wie weit das für dich möglich ist. Und räkel dich in diesen Asana. Das heißt, leg dich auf die Oberschenkel oder zwischen die Oberschenkel ab. Leg die Stirn Richtung Erde und komm bitte auf die Fingerkuppen und dann krabbel nach vorn mit den Fingern. Ja, schenk dir Weite in den Flanken, während gleichzeitig dein Gesäß zurückschiebt. Atme, lass den Raum des Herzens etwas tiefer sinken. Heb die Oberarme etwas an und krabbel mit beiden Händen nach rechts weg. Vielleicht von der Matte weg, sodass du zum rechten Knie kommst mit dem Oberkörper. Schieb jetzt die linke Hüfte zurück Richtung Ferse und krabbel mit der linken Hand ein bisschen weiter in die Diagonale. Ja, dann spür die Dehnung in der linken Seite. Lass sie atmen, diese Seite und diese Größe. Muskeln dehnen sich, Bindegewebe dehnt sich, Faszienstrukturen dehnen sich. Es gibt so eine Faszienplatte im unteren Rücken, vielleicht ist die jetzt auf der linken Seite spürbar. Die Atemräume der linken Seite fächern sich auf. Schenk dir schöne fließende Atemzüge dahin. Wenn du mehr möchtest, dann krabbel mit der Hand weiter zur rechten Hand. Atme nochmal frei und in Ruhe durch. Dann komm wieder zurück zur Mitte. Und spüren die Seiten rechts, links im Körper, aber auch in der Atmung. Jetzt krabbel auf den Fingerspitzen nach links. Schau einfach, wie weit es für dich gut ist, wo du ankommen möchtest, wo die rechte Seite sich intensiv strecken kann. Schieb gleichzeitig die rechte Gesäßhälfte Richtung Ferse zurück und krabbel eventuell mit der rechten Hand diagonal weiter nach links. Fächerst die linke Seite, die rechte Seite auf. Lass sie atmen. Spür hier die Dehnung des Gewebes, die Dehnung der Muskeln, die Länge, die Weite der Atmung. Und dann krabbel wieder zurück zur Mitte. Schieb jetzt dein Gesäß nochmal aktiv nach hinten Richtung Fersen, veranker es dort und krabbel auf den Fingerspitzen weiter vor. Also streck die Flanken deines Körpers lang, krabbel auch mehr die Breite deiner Yogamatte. Ist alles ein Raum für dich, dein Zuhause, für diese gemeinsame Zeit. Und dann leg die Hände flach zurück und komm in den Vierfüßler hoch. Die Knie wieder unter die Hüften. Und jetzt bitte ich dich einfach über den Handgelenken sanft zu kreisen. Ja, beobachte für dich, ob das gut ist, was du vielleicht anpassen möchtest. Mal die eine und die andere Richtung. Gut, dann schieb dich auch mal vor und zurück. Dann
komm wieder an im Vierfüßler. Mal die rechte Hand kurz lösen, das Handgelenk bewegen, die Finger bewegen. Wir brauchen das alles jetzt für die nächste Sequenz. Mal die linke Hand mobilisieren, Hand, Handgelenk und Finger. Und dann komm wieder zurück. Gut. Und jetzt bitte ich dich mal so ganz sanft mit den Händen hoch zu hüpfen. Als kleine Hüpfer. Ja? Stoß dich vom Boden ab. Und dann versuch ganz weich zu landen und das ein bisschen spritziger und schneller zu machen. Also zieh dich hoch aus den Händen und lande wieder ganz weich. Und wenn du landest, dann versuch die Hände in ganz verschiedene Positionen mal aufzustützen. Ja, also ganz federleich, fast geräuschlos. Ganz spritzig. Und wirklich mal so reinfedern. Gut, dann komm wieder zurück zum Vierfüßler. Ruhig nochmal die Handgelenke bewegen. Atme durch, räkel dich hier im Vierfüßler einmal durch den Rücken hindurch und durch die Schulterpartie hindurch. Und dann komm bitte nach oben mit den abwärts schauenden Hund. Spreiz dafür die Finger, schieb deine Hüfte hoch und lauf auf der Stelle. Also kleine, große Laufbewegungen. Dann feder eine Ferse tief, also richtig reinfedern nach unten. Spür die Dehnung, diesen Impuls in der Rückseite. Wechsel in die andere Seite, schieb die Ferse mal tiefer. Spür hier auch die Dehnung. Und dann hüpf mit beiden Füßen also ganz sanft nach oben. Ja, lass dein Becken richtig mitfedern. Hüpf ruhig auch mal nach rechts und links. Und dann lande wieder in der Mitte. Atme durch, streck dich lang, schieb die Hüfte hoch, senk die Fersen tief. Schieb die Hände runter in den Boden. Einatmen, roll dich vor in den hohen Liegestütz. Ausatmen, schieb dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, roll dich nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen, zurück in den Hund. Nochmal. Einatmen, vor, hoher Liegestütz. Die Bauchlage, wenn du ausatmest, leg dich ab. Gut. Schüttel dein Becken locker aus. Roll mit den Schultern abwechselnd rückwärts. So ganz locker, leicht. Und dann lande wieder, stütz die Hände an die unteren Rippenbögen auf. Und jetzt schraube ich mal nach rechts hoch, drück die rechte Hand nach unten. Vielleicht geht der Blick Richtung rechte Schulter. Ausatmen, kommst du zurück nach unten. Einatmen, schraub dich nach links hoch, Blick über die linke Schulter. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, nach rechts aufschrauben. Ausatmen, wieder eintauchen. Einatmen, nach links aufschrauben. Ausatmen, wieder zurückkehren. Und dann mal beide Seiten. So, schraub dich hoch, fast spiralförmig. Und dann komm wieder in der Mitte an. Schieb dein Steißbein zurück. Roll die Schultern über oben nach hinten. Zieh die Ellenbogen zueinander Richtung Körper. Schieb die Hände energetisch nach hinten, ohne dass sie rutschen. Aber du willst nach vorn rutschen und dann zieh dich hoch. Die Kobra und schieb dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Jetzt hüpft nochmal bitte auf der Stelle und mach das Größe, mal so richtig weiche, hohe Hüpfer. Ja, und ganz federleicht landen. Oh, dann lass es ausklingen. Komm wieder an, schau Richtung Hände. Du kannst nach vorn laufen oder springen. Und dann taucht eine weiche Vorbeuge ein. Mal die halbe Vorbeuge, wenn du einatmest und zieh den Brustkorb nach vorn. Wenn du ausatmest, entspann zur ganzen Vorbeuge. Und dann verschränk deine Arme und lass dich hier ganz locker nach unten federn. Und ganz locker leicht. Lass die Schultern locker, die Arme gelöst. Den Nacken frei. Gut. Stütz dich bitte in Utkatasana, in der Hocke, auf die Oberschenkel auf und finde Bewegungen jetzt in dieser Position. Mal ein Bein mehr beugen, eins mehr strecken.
Nimm die Hüfte also mit, die kippt dann nach unten. Und dann roll dich langsam hoch in den Stand. Gut. Und dann komm auf die Zehenspitzen und schüttel dich ganz locker aus. Ein ganz lockerer Hüpfer. Ja, und probier das so schön locker leicht zu machen, sodass das gesamte Gewebe, auch die gesamten Muskeln deines Körpers durchgeschüttelt werden. Ja, und spür das im Körper, dieses Durchlockern. Lass die Spannung los. Alles locker lassen, federleicht. Gut. Lass die Arme mit in die Bewegung kommen, lass die Schultern hüpfen. Und dann lande wieder. Ja, und spür in den Körper vielleicht auch das Vibrieren, das Kribbeln. Und dann stell die Füße etwas breiter auf, etwas breiter als die Hüfte. Bring die Arme über die Seite nach oben. Jetzt machst du eine Seitbeuge nach rechts. Rechte Hand sinkt nach unten, linke Arm schiebt diagonal nach rechts. Drück die linke Ferse und den linken Fuß in den Boden, dann zieh dich nach rechts. Atme die linke Seite und mach jetzt kleine Bewegungen. Ja, so mal drehen, aufdrehen, einrollen. Und spür, was das in der linken Seite macht. Vielleicht findest du Strukturen, die sich freuen, wenn sie mal langgezogen werden. Atme in die linke Seite. Und dann mit dem Einatmen komm wieder nach oben, streck dich aus, links und rechts strecken. Gemeinsame oder Unterschiede in den Seiten beobachten und ausatmen, nach links neigen, linken Arm aufsetzen am Bein, rechten Arm über die Diagonale nach links schieben. Dann streck dich lang, drück den rechten Fuß nach unten, zieh dich nach links auf und auch hier drehen. Ja, such Bewegungen, die Strukturen in der rechten Seite verwöhnen und dehnen dürfen. Atme in die rechte Seite. Und mit dem Einatmen zieh dich wieder hoch, krabbel nochmal mit den Händen ganz weit nach oben in die Welt, Richtung Himmel. Und ausatmend bringst du die Arme wieder zurück. Und stell die Füße wieder hüftgelenkbereit auf und komm an den vorderen Teil deiner Yogamatte. Bring die Hände vor den Herzraum zueinander, beug die Knie ein wenig an, tauch jetzt zwischen die Knie ein und wenn du einatmest, zieh dich über vorn nach oben in die Welt. Wenn du ausatmest, öffne die Arme und verneig dich nach unten. Einatmen, komme die halbe Vorbeuge nach vorn, ganz langen Flanken, ganz weiten Brustkorb nach vorn. Atme aus, entspann dich in die Vorbeuge, verschränk die Hände hinter dem Rücken, mach eine sanfte Faust, beug die Ellenbogen. Und jetzt zieh die Faust langsam hoch, zieh die Schultern hoch und beginn die Arme langsam zu strecken. Zieh beide Schultergelenke hoch und dann räkel und schwing die Arme nach rechts und links. So ganz lockere Drehbewegungen und Pendeln. Nimm auch hier die Bewegung wahr und lass den Nacken ganz gelöst. Das Gesicht entspannt. Gut, und dann komm in der Mitte an. Lass die Arme zurückbaumeln nach unten. Und dann setz den rechten Fuß an. Ausfallschritt nach hinten. So, bring das Becken tiefer, tiefer, tiefer. Und dann feder mit dem Becken hoch und runter. Ja, wunderbar. Such dir so schöne Dehnungen aus in den Beinmuskeln. Und lass ruhig das Becken mal ankommen und dreh das hintere Bein ein- und auswärts und schau mal, was du da an Muskelgruppen im rechten Oberschenkel spürst.
Vielleicht ist es so der Hüftbeuger, dieser Ansatz des Oberschenkels, den du an bestimmten Positionen jetzt merkst. Und dann den Fuß hinten wieder aufstellen, Ferse nach oben, lass das Becken sinken, zieh den Brustkorb nach vorn, schau nach vorn. Ja, und spür, wie die Vorderseite, die gesamte Vorderseite sich aufspannt. Atme hier ein und atme aus, schwing den linken Fuß nach hinten in den Hund. Schieb die Hüfte hoch, senk die Fersen, einatmend Katzenbuckel, die Knie sanft absetzen. Der Pferderücken, ausatmend zum Kind. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Mit dem Ausatmen zum abwärts schauenden Hund, schieb dich hoch, senk die Fersen. Einatmen, roll dich vor, hoher Liegestütz. Ausatmen, leg dich zur Erde. Einatmen, Steiß zurück, Schultern zurück, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn setzen. Und hier kurz bleiben. Und senk dein linkes Knie zur Erde, bitte. Und leg den hinteren Fuß flach ab. Gut. Such hier mit dem Becken Bewegungen nach vorn runter und dehn jetzt den linken Oberschenkel in dieser Bewegung. Und dann lass das Becken wieder ankommen und probier einen kleinen Moment das hintere Bein zu strecken, aber den Fußrücken am Boden zu lassen. Wir spüren den Dehnungseffekt im Oberschenkel und im Fußrücken. Und dann senkt das Knie zurück, den Fuß wieder aufstellen, das Knie wieder hochstrecken und jetzt im Ausatmen einen Schritt vor die Vorbeuge, ganz weich eintauchen. Einatmen die halbe Vorbeuge, zieh den Brustkorb nach vorn. Ausatmen die ganze Vorbeuge, entspannen die Schultern, den Nacken. Einatmen, zieh dich über die Hocke hoch, die Arme über die Seite nach oben ausbreiten. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, komm über vorn hoch in die Welt. Ausatmen, verneig dich vor dir nach unten. Die Schultern ganz locker. Einatmend, halbe Vorbeuge. Zieh den Brustkorb vor. Ausatmend, die ganze Vorbeuge schmelzt nach unten. Verschränk die Hände hinter dem Rücken, vielleicht einen Finger weiter in diese ungewohnte Faust, die sonst nicht entsteht. Ellenbogen anbeugen. Jetzt zieh die Schultern hoch. Schieb die Faust langsam nach oben. Und jetzt feder mal mit den Armen Richtung Kopf. Vor und zurück. Ganz locker, ganz leicht federn. Ja, lass den Oberkörper mitschwingen. Gut, dann schwing die Arme wieder zurück. Setz den linken Fuß weit nach hinten. Und dann bleib einen Moment und feder mit dem Becken hoch und runter. Ganz locker federn. Ja, dehn jetzt den linken Oberschenkel. Vielleicht auch rechte Oberschenkelrückseite etwas auf. Eine ganz spritzige Federbewegung. Und dann halte kurz inne, lass das Becken schwer nach unten sinken und dreh das hintere Bein mal ein- und auswärts. Nimm auch hier wahr, was jetzt im linken Oberschenkelansatz geschieht. Beobachte, wo es mal sehr deutlich dehnt. Ja, dann stell den hinteren Fuß wieder auf und mach einen Schritt zurück in den Hund. Atme aus, streck dich lang. Einatmend, Katzenbuckel, Knie absetzen, Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Einatmend, schwing dich hoch. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, der abwärts schauende Hund. Zieh die Hüftgelenke hoch, Sitzknochen hoch, senk die Fersen tief. Schieb die Hände in den Boden. Einatmend, roll dich vor, hoher Liegestütz. Ausatmend, leg dich zur Erde. Einatmend, Steiß zurück. Schultern zurück, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorn. Und dann senk dein rechtes Knie, ausatmen, zur Erde. Jetzt den rechten Fuß flach ablegen. Und dann spiel wieder mit der Bewegung des Beckens. Lass es mal so ganz locker nach unten federn. Ja, welche dehnenden Muskeln erreichst du hier in den Oberschenkeln? Besonders rechts in der Vorderseite. Dann halte kurz an und probiere, während der hintere Fuß flach ist, das Knie mal einen Moment zu heben, das Bein lang zu machen. Ja, spür die Dehnung, Oberschenkel, Oberschenkelbauch, Oberschenkelansatz Richtung Knie, Fußrücken und dann senk das Knie zurück.
hinteren Fuß wieder aufstellen, Knie wieder heben. Es fühlt sich jetzt ganz anders an. Dann lass das Becken sinken, heb den Brustkorb nach vorn. Spann die gesamte Vorderkette wieder auf. Einatmen, Becken sinkt, Brustkorb hebt, ausatmen. Schritt vor, die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Streck den Rücken, schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Ausatmen, verneig dich ganz weich und gelassen vor dir. Einatmen, schwing dich hoch. Zieh die Beinmuskeln hoch, richte dich auf. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, knie das Beugen, tauch ein und über vorn, schwing dich nach oben. Ausatmen, verneig dich nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge, streck dich ganz lang in der Rückseite. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Setz einatmen, rechten Fuß zurück. Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, linke Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, schwing dich hoch. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, abwärts schauender Hund. Schieb das Becken mit den Hüften und den Sitzbeinen hoch und senk die Fersen. Streck den Rücken, streck die Achseln, streck die Flanken, schieb die Sitzbeine nochmal hoch, schieb die Hände nach unten. Einatmend, roll dich vor, hoher Liegestütz. Ausatmend, gleite zur Erde. Gut, leg die Füße ab. Schieb dein Steiß nach hinten Richtung Füße, also roll dein Becken ein. Verschränk die Hände hinter deinem Rücken, die Ellenbogen angewinkelt. Mach eine Faust, zieh die Schultern nach hinten und schieb die Faust Richtung Füße. Dann automatisch ziehst du den Oberkörper hoch. Räkel ihn hoch. Atme dich hoch. Heb dein Brustbein nach vorn an. Nochmal tief durchatmen, kleine Reikelbewegungen machen mit den Armen, rechts, links oder hoch, runter. Und dann löst wieder auf, stützt die Hände an die seitlichen Rippen, Schultern fließen wieder zurück, kommen in die Cobra oder weiter hoch, aufwärts schauender Hund. Und dann schieb dich in Ruhe zurück zum abwärts schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein nach oben, drück den rechten Fuß in den Boden, drücken, drücken, drücken und schwing den rechten Fuß nach vorn. Lass dein Becken wieder etwas tiefer sinken. Zieh gleichzeitig die Innenseite des linken Oberschenkels nach oben, sodass dein Bein sich streckt. Jetzt drück den rechten Fuß in den Boden und stütz dich langsam nach oben auf. Den ersten Helden. Und lass dein Becken etwas tiefer sinken. Schön, jetzt richte den Oberkörper auf. Räkel dich hoch nach oben. Nimm die Arme mit nach oben, wenn du einatmest. Erde dich nach unten, wenn du ausatmest. Bau nochmal einatmend aufrichten. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herz zueinander. Jetzt den linken Ellenbogen, setz ihn aus und gegen das rechte Knie. Hake dich dort ein. Ellenbogen und Knie drücken gegeneinander. Jetzt dreh dich nach rechts auf. Rechte Hand drückt von oben in die linke. Rechte Schulter zieht zurück. Atme dich in die Drehung. Spür den Rücken, der sich verschraubt. Die Atmung, die durch dich strömt. Die Länge, wo du sie kreieren kannst. Die Kraft in der Mitte, wenn du den Bauchnabel etwas nach rechts hochziehst. Und mit dieser Kraft schiebst du ausatmend die Arme nach vorn. Bleib stabil in der Mitte, lang in den Flanken. Einatmend hoch, erster Held. Ausatmen zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben, linke Hand in den Boden drücken. Ausatmen, linker Fuß nach vorn. Auch hier Becken schwer werden lassen. Und während das Becken zwischen den Beinen nach unten sinkt, kannst du die Innenseite des rechten Oberschenkels hochziehen. Also das Bein lang machen. Jetzt drück den linken Fuß in den Boden, richte dich langsam auf. Ausatmend, erde dein Becken, finde Stabilität, finde Kraft nach unten. Einatmend, wachs ganz vital nach oben, streck die Arme, streck die Flanken aus. Ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens. Jetzt verhakt den rechten Ellenbogen außen
gegen das linke Knie. Dreh dich nach links auf, drück die linke Hand von oben nach unten, zieh die linke Schulter zurück. Spür den Rücken, der sich verringt. Die Dehnung, das Atmen, das Wachsen, das Ausstrecken in der Länge. Mach die Kraft, wenn du den Bauchnabel sanft nach links hochziehst und die Mitte stabilisierst. Und aus dieser kraftvollen Mitte kann es gelingen, die Arme jetzt auszustrecken in die Verlängerung der Flanken. Atme dich in die Länge. Einatmen, schwing dich hoch. Super. Ausatmen, komm zurück in den Hund. Einmal tief durchatmen. Lauf auf der Stelle. Beweg dich durch. Einatmend, roll dich vor, hoher Liegestütz. Ausatmend, leg dich Richtung Erde. Einatmend, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, setz den rechten Fuß nach oben, heb dein Bein, schieb die Ferse weg. Ausatmen, schwing den Fuß nach vorn. Gut, jetzt bring die linke Hand zum Boden, vielleicht unter die Schulter. Kannst du flach machen oder eine Faust machen oder auf die Fingerkuppen kommen. Ja, deine beste Möglichkeit, einfach auswählen. Ich nutze jetzt einfach mal die Faust. So, jetzt streck den rechten Arm nach vorn. Atme ein, kreis den Arm nach oben zur Decke, dreh dich nach rechts, ausatmen, schwing den Arm über hinten wieder nach unten. Einatmen nach vorn hoch, aus, nach hinten runter. Mach das weiter. Und folg gern mit dem Blick dem Arm. Mal ganz große, weiche Bögen. Ja, nach einem Bogen, wenn du das nächste Mal oben ankommst, dann greif mit der Hand hinter dem Rücken entlang Richtung linke Gesäßhälfte, zieh die obere Schulter nach hinten zurück, dreh dich ein bisschen weiter, zieh den Bauchnabel wieder hoch, um die Mitte zu stabilisieren. Und jetzt bitte ich dich mal kurz nach unten zu schauen, zur linken Hand. Versetz die ganz deutlich weiter nach links, von der Matte weg, so ein ganz großer Griff nach links. Lehn dich dann nach hinten an, dreh dich wieder auf und nimm das wahr. Atme hier. Wenn du einatmest, dann streck den rechten Arm ganz schräg, ganz groß nach hinten aus. Zieh dich hoch, zieh dich lang im Einatmen. Fließ in die Drehung im Ausatmen. Also mal einatmen, lang ziehen und wachsen nach oben, nach hinten. Ausatmen, komm mit den Händen wieder zurück. Alles zurück auf die Matte bringen. Schritt zurück. In den Hund. Gern hier laufen und bewegen. Einatmen, senkt die Knie in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen, lande im Kind. Einatmen, komm wieder hoch. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, schieb dich nach oben, den abwärts schauenden Hund. Einatmen, roll dich vor in den hohen Liegestütz. Ausatmen, leg dich zur Erde. Einatmen, Kobra. Oder aufwärts schauender Hund. Ausatmend, abwärts schauender Hund. Einatmen, linkes Bein heben, Ferse wegschieben, linke Hand nach unten drücken. Ausatmen, Fuß nach vorn setzen. Gut. Jetzt die rechte Hand gut positionieren. Wieder flach mit Faust oder auf den Fingerkuppen, je nachdem, was für dich am besten jetzt ist. Einatmen, linke Arm über vorn weit hochziehen, weit aufrechten. Ausatmen, über hinten wieder nach unten. Ja, und das im Fluss des Atmens. Versuch da so eine innere Harmonie in der Atmung und Bewegung zu finden. Also das sehr schön vital und geschmeidig zu praktizieren. Ja, nochmal diesen großen Bogen. Wenn du das nächste Mal oben ankommst, dann greif hinter dem Rücken entlang Richtung rechte Gesäßtasche. Zieh die obere Schulter zurück, dreh dich weiter auf und finde Halt in der Mitte. Schließ den Beckenboden, zieh den Bauchnabel muskulär nach oben. Atme
Jetzt schau nach unten zur rechten Hand. Setz die ganz deutlich weiter nach rechts, nach außen auf. Lehn dich nach hinten an, dreh dich wieder auf. Genieß das Dasein hier. Und breite den linken Arm schräg nach oben aus. Zieh dich im Einatmen in die Welt, in den Raum, der dich umgibt. In der Ausatmung entspannen, in die Drehung, wird geschmeidig. Und nochmal tief einatmen, ganz weit in die Größe strecken. Ausatmen, bring die Hände wieder zurück. Alles auf die Yogamatte, einen Schritt zurück in den Hund, in die Bewegung bitte, laufen, schütteln, springen, alles was du machen magst. Kleine Vinyasa, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Bauchlage, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Dann senk die Knie, komm in den Vierfüßler, beweg dich durch. Bring die großen Zehen näher, die Knie ein Stück nach außen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen, leg dich ab. Bring die Arme, wenn du sie vorn hast, lass sie vorn, die Handrücken nach unten. Beweg die Hände, beweg die Finger. Schenk der Atmung mehr Raum und Fülle im Rücken. Und krabbel mit den Händen wieder nach vorn und in die Breite deiner Yogamatte. Und zieh dich wieder hoch in den Vierfüßler. Die Knie unter die Hüftgelenke zurück. Fächer die Finger auf. Schieb dich hoch zum abwärts schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein an und dreh die rechte Hüfte hoch über die linke. Winkel dein rechtes Knie, also schieb den Fuß über dir nach links. Heb dein rechtes Knie hoch, dreh das linke Bein auswärts, sodass die Kniescheibe wieder zu dir zeigt. Dann schau unter der rechten Achsel einen Moment zur Seite. Du kannst, wenn du die linke Hand nach unten drückst, die rechte Hand leichter machen, kurz auf die Fingerkuppen kommen, sich ein bisschen mehr ausdehnen. Tief atmen, schau nach vorn Richtung Hände, schwing den rechten Fuß dahin. Dreh dein hinteres Bein auswärts bitte und senk den Fuß nach innen ab. Senk die Fußfläche, die Fußsohle zur Erde, lass die Außenferse gut integriert. Und jetzt bitte ich dich im Parshvakonasana, rechten Unterarm einmal am Knie aufstützen. Oberkörper dreht nach links, linke Schulter kommt zurück. Und der linke Arm streckst du über dir, über dem Kopf aus. Jetzt denk dir die linke Seite ganz groß. Wenn du einatmest, zieh dich in die Weite der linken Seite. Wenn du ausatmest, dann definier die Mitte deines Körpers. Schließ den Beckenboden, mach einen imaginären Reißverschluss muskulär zu. Und dann wieder mit dem Einatmen aus dieser Energie heraus wachsen. Lass dich atmen. Jetzt mach mit dem oberen Arm einen großen Bogen nach oben und nach hinten. Greif hinter dem Rücken Richtung rechten Oberschenkel. Zieh die linke Schulter zurück. Und jetzt bring deine rechte Schulter ganz nah an dein rechtes Knie. Man kann die Technik hier sortieren. So, rechte Schulter nah an das Knie. Jetzt kannst du, wenn die Schulter am Knie ist, mit dem unteren Arm, dem rechten Arm, unter dem Oberschenkel nach hinten greifen. Richtung linke Hand. Vielleicht die Finger verhaken oder ihn zuwinken. Dreh dich wieder auf nach links, zieh die linke Schulter zurück, lehn dich nach hinten an. Atme. Das ist eine sehr schöne Mobilisierung für die Schultern und den Schultergürtel. Und jetzt probier ein bisschen mehr den rechten Fuß in den Boden zu drücken, das rechte Bein mal ein bisschen mehr zu strecken. Aber mal schauen, wie weit geht das hier. Atme immer noch weiter. Genieß diese Dehnung. Diese Intensität. Und dann beug dein rechtes Knie wieder. Bring den linken Arm wieder zurück, den rechten Arm auch. Alle Hände zurück, hinteren Fuß aufstellen, Becken ein bisschen tiefer, Brustkorb heben, Blick nach vorn, atme ein. Und Feder ganz locker ausatmen mit dem Becken, ganz locker federn. Mach hoch und runter federn.
Jetzt stell dir vor, du tankst dein Becken mit Bewegungsenergie auf und zwar so sehr, es wird so spritzig, dass du fast mühelos mal hochspringen kannst und in der Luft einen Schrittwechsel machst. Ja, probier das aus. Wenn du links vorn bist, dann immer noch mit dem Becken federn, 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 mal alles auftanken. Wieder einen Schrittwechsel rechts vor. Und lass es aus, federn. Schwing den Fuß zurück in den Hund, räkel dich durch, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, in die Bauchlage, einatmen, Cobra, ausatmen, abwärts schauender Hund. Jetzt linke Hand in den Boden drücken, linke Ferse heben, 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 schieb dich weit raus, dreh die linke Hüfte hoch über die rechte, winkel dein linkes Knie an, schieb den Fuß weit nach rechts, zieh das linke Knie hoch, dreh das rechte Bein auswärts, bis das Knie zu dir zeigt. Drück die rechte Hand in den Boden. Zieh die linke Hand auf die Fingerkuppen, wenn das möglich ist. Und dann dreh dich nochmal auf, schau unter der linken Achsel hinweg. Atme, genieße, streck dich aktiv, schau Richtung Hände, setz den linken Fuß auf. Dreh das rechte Bein auswärts. Fußsohle setzt sich, Außenferse ist am Boden integriert. Parshvakonasana. Stütz dich mit links am Oberschenkel auf. Bring den rechten Arm über dir nach vorn. Dann dreh dich nach rechts. Wenn du einatmest, dann streck die gesamte rechte Seite. Mach sie ganz groß, ganz lang. Wenn du ausatmest, definier die Mitte, schließ den Beckenboden, mach einen Reißverschluss imaginär zu und streck dich dann nochmal einatmend in die Weite. Lass dich atmen. Jetzt macht der rechte Arm einen ganz großen Bogen nach oben, greift hinter dem Rücken entlang Richtung linken Oberschenkel. Zieh die rechte Schulter etwas zurück, komm mit der linken Schulter nach unten an dein linkes Knie. Lehn dich da an. Jetzt, wenn du ganz nah mit der Schulter am Kniegelenk bist, kannst du mit dem linken Arm nach hinten greifen. Vielleicht sehen sich die Hände, vielleicht verhaken sich die Finger oder greifen sich die Hände selbst. Egal, wo du bist, lehn dich nach hinten an, zieh die rechte Schulter zurück und atme. Und jetzt probier das vordere Bein ein bisschen mehr zu strecken, mal zu sehen, was passiert da in den Muskelstrukturen des Schultergürtels, in der Beinrückseite. Wo kannst du ankommen? Wo ist die Möglichkeit? Kannst du das noch genießen? Dann, wenn ja, bist du richtig. Bleib vital, auch im Geist, auch in der Atmung. Und dann beug dein rechtes, dein linkes Knie wieder. Und löse langsam auf meinen großen Bogen zurück. Schwung mit dem Becken etwas tiefer, mit dem Brustkorb nach vorn, mit dem Blick nach vorn. Atme ein und ausatmen. Tritt zurück in den Hund. Mal laufen, bewegen und genießen. Einatmen, senkt die Knie über den Katzenbuckel. Kommt zum Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Mal tief durchatmen. Leg dich ab, räkel dich lang, lass die Arme vorn. Während dein Gesäß zurückschiebt, krabbel bitte mit den Händen wieder diagonal an die Ränder der Matte nach außen und vorn. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, roll dich vor. Ausatmen, leg dich ab. Und dann komm hier bitte in die Sphinx. Also, schieb die Unterarme nach vorn. Den Steiß etwas zurück. Und dann richtest dir hier gut ein. Das ist eine sehr schöne passive Rückbeuge. Wenn du das Gefühl hast, dass der untere Rücken etwas mehr Länge und Raum bekommen könnte, dann krabbel einfach mit den Händen etwas weiter vor die Schultern. Und dann wird das deutlich angenehmer, weil dann bist du gar nicht so weit oben. Ja, dann atme dich in diesen Asana. Nimm den Rücken wahr.
Und während die unteren Rippen zur Erde sinken, kannst du probieren, das Brustbein nach vorn anzuheben. Also diese Rückbeuge vom unteren Rücken mehr in den oberen Rücken, die Brustwirbelsäule zu verlagern. Mal tief durchatmen. Ja, dann komm wieder mit den Ellenbogen unter die Schultern, falls du nach vorn gelaufen bist vorhin. Und verschränk gern die Finger zu einer Faust. Beginn kurz in die Aktivität der Mitte des Körpers. Du kannst die Füße hinten abgelegt lassen und immer so weit gehen, wie es für dich angenehm ist. Und gern erstmal die Knie auch abgelegt lassen. Denn jetzt roll bitte den Kopf ein, schau unter dir hindurch Richtung Bauchnabel. Heb den Bauchnabel hoch, heb die Flanken hoch, heb dein Becken hoch. Schieb dich rund nach oben, atme. Dann leg dich wieder zurück, erst die Oberschenkel. Ganz kontrolliert, dann dein Becken, die Bauchdecke, die ersten Rippen. Und dann richte dich nach vorn wieder auf. Und das machen wir fließend. Ausatmend einrollen, vom Kopf die Brustwirbelsäule heben, den unteren Rücken heben, Becken heben, Oberschenkel heben. Einatmen wieder zurück. Oberschenkel absetzen, Becken, Bauchdecke, Brustkorb heben. Ausatmen, einrollen. Einatmen, ablegen. Noch zwei Runden. In der letzten Runde bitte ich dich, oben zu bleiben und natürlich zu atmen. Wenn du etwas mehr möchtest, mehr Energie, dann stell die Füße auf und zieh auch die Knie mal einen Moment hoch. Bleib ganz rund, schau hinter die Füße hinweg. Atmen, unter dir durchschauen. Halten, atmen, vibrieren lassen. Und dann von den Füßen langsam wieder ablegen. Die Knie, Oberschenkel, Becken, Bauchdecke, erster Rippenbogen, Oberkörper aufrichten. Letztes Mal jetzt in dieser vollen Größe. Roll dich ein, vom Kopf bis zum Becken, bis du die Knie hebst. Verweil, schieb dich richtig hoch nach oben mit rundem Rücken. Die Flanken hoch, Bauchnabel hoch, Reißverschluss zumachen, Beckenboden schließen. Und langsam zurückkehren, ganz kontrolliert. Gut, ja, dann mach ein Kissen für die Stirn oder eine Wange deiner Wahl und leg dich da ganz sanft ab. Spür dem nach. Schick die Atmung bewusst und tief in den unteren Rücken. Lass ihn sich aufplustern. Und dann schüttel dein Becken so ganz locker bitte aus. Einfach hin und her schütteln. Ja, ist wieder sehr schön belebend und vitalisierend für den unteren Rücken. Und dann lass dein Becken wieder ankommen. Jetzt stütz die linke Hand neben dir auf, schieb den rechten Arm unter dem linken Arm hinweg, also komm auf die rechte Schulter. So, jetzt winkel den rechten Arm an und stütz da von oben den linken Arm hinein. Das ist eine kleine Kobra mit einer Drehung. Ja, kannst du gerne das linke Knie anwinkeln, um es etwas schöner zu machen. Jetzt drück von oben nach unten, obere in die untere Hand, zieh die linke Schulter zurück. Atme dich in diesem Asana durch. Nimm es wahr. Die Atmung, die dich vitalisiert. Nimm auch die Beweglichkeit, diese Elastizität deines Körpers wahr, der ganz mühelos diese Haltung einnimmt. Und dann löse wieder auf in die Bauchlage. Jetzt rechten Arm neben dir aufstützen, linken Arm unter dem rechten hinwegschieben. Komm auf die linke Schulter, leg dich da ab. Gerne rechtes Knie zur Seite anwinkeln. Jetzt
linken Arm anwinkeln, rechte Hand von oben in die linke. Drück von oben nach unten, zieh die rechte Schulter zurück und spür die Seite, diese Drehung. Wieder die Atmung zelebrieren. Diese Position genießen. Und dann komm wieder zurück. Zurück in die Bauchlage. Beginn noch einmal in eine kleine Vinyasa-Sequenz. Stütz die Hände an die unteren Rippen, schieb den Steiß zurück, roll die Schultern nach oben und zieh sie dort zurück. Zieh die Hände zurück, zieh den Brustkorb nach vorn hoch in die Kobra oder einmal noch in den aufwärts schauenden Hund. Und dann schieb dich mit der Kraft der Mitte des Körpers in den abwärts schauenden Hund. Verweile einen Moment, beweg dich gerne, um Spannung aus dem Körper rauszulösen. Gut, dann setz die Füße etwas breiter, Matten breiter. Schieb dich nochmal hoch mit dem Becken, drück die rechte Hand nach unten und zieh die linke Hand an die Außenseite des rechten Oberschenkels oder Unterschenkels. Dreh dich nach rechts auf und spiel ein bisschen mit der Drehung, mit dieser Kraft. Atmen, strecken, drehen, bewegen. Und dann löst wieder auf, bitte die linke Hand mit, dazu nach vorn. Jetzt links nach unten drücken, rechte Hand an die Außenseite des linken Beins. Schau unter der linken Achsel weg, zieh dich in die Drehung, atme dich lang und beweg dich. Spiel mit der Kraft, finde die Größe, lass dich atmen. Und dann komm bitte wieder zurück. Die Füße wieder unter die Hüftgelenke. Streck dich nochmal ganz lang aus. Und dann senk die Knie in den Vierfüßler. Räkel dich und verwöhn dich. Öffne die Knie nach außen, bring die großen Zehen zueinander. Schieb dich zurück in die Position des Kindes. Gerne mit den Händen unter die Stirn oder für noch breitere, entspanntere Schulterpartien die Hände nach hinten. Lass dich zu dir selbst in diesem Asana ankommen. Atme und genieße. Finde neue Vitalität und Energie durch die Atmung. Erfrisch dich. Dann stützt die Hände neben deinen Knien auf die Matte, drück dich langsam wirbelweise hoch zum Sitzen, roll dich auf und komm mit den Füßen bitte nach vorn. Und leg die Beine vor dir ab. Stütz die Hände hinter dir auf. Du kannst die Fingerspitzen nach hinten zeigen lassen, die Arme auswärts drehen oder die Fingerspitzen nach vorn und die Arme einwärts drehen. Drücke die Hände nach unten, spannen und aktiviere die Mitte. Wir gehen hoch in die Planke. Und wenn du ausatmest, dann zieh dein Becken hoch nach oben. Komm hier an. Du kannst den Kopf heben, du kannst nach vorn schauen, nach oben schauen. Du kannst aber auch in die Schultern wieder einsinken, den Kopf zurücksinken lassen, ganz weich. Und dein Brustbein heben und dein Becken heben. Atmen. Oh, wenn du noch einmal kurz in die Kraft gehen möchtest, dann heb dein rechtes Bein einen Moment an. Setz es wieder zurück, heb dein linkes Bein mal an. Und setz es zurück, nochmal tief atmen, Becken hochziehen und dann leg dich langsam mit dem Gesäß wieder zur Erde. Stell die Füße auf, greif deine Schienbeine, umarm dich und genieß den Moment. Und dann roll dich nach unten in die Rückenlage.
breite die Arme nach hinten aus, leg deine Beine nach vorn ab. Du kannst gerne die Füße lang machen, dich über die Zehenspitzen strecken, die Daumen hinter dir verhaken, dich über die Fingerspitzen ausdehnen nach hinten. Atme ein, zieh dich lang, räkel dich lang in die wirkliche Größe. Entspann dich in sie, wenn du ausatmest. Und wieder einatmen, streck dich über den Körper hinaus. Entspann dich in diese Größe, wenn du ausatmest. Und nochmal einatmen, wird ganz groß, größer, als es dein Körper sein könnte. Ausatmen, entspann dich, breite die Arme aus, stell die Füße auf, Becken ein Stück nach rechts versetzen und dann lass die Knie nach links sinken. Becken rollt wieder in die Mitte zurück, da wo es war. Versetze den Kopf ein Stück nach links, dann roll mit ihm nach rechts, auch der Kopf rollt in seine Achse zurück. Leg die Arme gemütlich ab. Mach sie bequem in diesem Asana. Lausch der Atmung. Beobachte das Verringen deines Körpers und deiner Körperstrukturen. Beobachte Räume, die sich ausdehnen, Strukturen, die sich strecken. Und Bereiche, die Spannung loslassen dürfen. Ja, dann beginn dein oberes Knie mal ein Stück von dir wegzuschieben, nach vorn, von dir weg. Ja, dann rollt die Hüfte etwas weiter auf, das verstärkt das Drehen im Rückenbereich. Und dann komm bitte wieder zurück. Bau alles zur Mitte zurück. Gut, in der Mitte ankommt, das Becken ein Stück nach links, eine halbe Breite, die Knie nach rechts, den Kopf nach rechts und dann wende ihn nach links und entspann dich, mach es dir gemütlich, komm an. Komm genau dort an, wo du sein möchtest. Und nimm die Atmung wahr, die sich durchströmt. Durch alle Fasern deines Körpers, die, die sich strecken, die sich entspannen dürfen. Und dann zieh dein oberes Knie ein Stück von dir weg, die Matte entlang nach vorn, das Becken rollt ein bisschen weiter auf, das Drehen wird intensiver. Und dann roll dich zurück zur Mitte, bring die Arme zurück, wir kommen hoch in die Schulterbrücke als Ausgleich dieser Dehnung. Becken rollt ein, Rücken rollst du nach oben auf, heb dein Brustbein. Also du kannst entweder die Arme anwinkeln, nach unten drücken, die Schultern unter den Rücken ziehen oder du legst die Arme lang ab, machst vielleicht eine Faust, um die Hände zu verbinden. Auch hier dreh die Arme auswärts, zieh die Schultern unter den Rücken. Roll dein Becken ein, schieb den Steiß Richtung Oberschenkel, heb dein Becken hoch, drück die Füße nach unten. Und dann spür die Kraft, die Stärke, die Energie deiner Rückseite, die diese Brücke aufspannt. Und die Vitalität deiner Vorderseite, die die Dehnung ermöglicht und diese Asana ermöglicht. Atme vital, atme frei in den Brustkorb, in dessen Weite. Heb mit jedem Einatmen dein Brustbein hoch, am Kinn vorbei, nach oben. Und dann roll dich wieder zurück, bring die Arme nach außen, mach die Schultern breit, schlängel und räkel dich nach unten zur Erde. Nimm die Auflageflächen wahr, die sich vergrößern. Nimm dein Becken wahr, das ankommt. Beobachte, wie sich Spannung im Körper auflöst. Ja, Spannung macht den Körper fest, zentriert die Muskeln, lässt aber auch den Körper starr werden oder versteift. Das macht die Atmung eng und fest und wirkt bis in den Geist, der sich da auf etwas fokussiert, auf ein Problem oder auf etwas, das er kontrollieren will. Beobachte, wie jetzt Entspannung entsteht, wie sich das anfühlt. Die Haut wird geschmeidiger, die Muskulatur wird durchlässig,
Körper wird durchströmt von der Atmung. Die kann viel freier jetzt sein, viel weicher, viel lebendiger und feiner. Und das Weg bis in den Geist, der wird wieder weit. Und dann leg dich einen Moment ganz gemütlich zu Shavasana, zu einem Moment der Entspannung. Mach es dir bequem. Das ist eine wohlverdiente Auszeit. Genieß ein tiefes Durchatmen. Tief ein und tief aus. Und nochmal tief einatmend. Spür die Leichtigkeit nach oben und dann atme tief aus, spür die Erdung nach unten. Dann lass es atmen, lass dich von unten von der Erde tragen, fühl dich geborgen. Genieß die Atmung, den Moment, das Dasein und dich selbst. Einfach nur genießen. Wieder ein Beobachter des Atmens. Beobachte das Einatmen. Beobachte das Ausatmen. Und lass dich von der Atmung durch den gesamten Körper hindurch verwöhnen. Atme bis in die Tiefe. Und nimm den eigenen Leib wieder wahr, seine Größe.
deine Größe. Lass Bewegungen entstehen, die dich neu verwöhnen dürfen, die dich wieder in das Hier und Jetzt zurücktragen, die dich erfrischen und beleben und vitalisieren. Und dann komm mit diesen Bewegungen nach oben zum Sitzen. Schließ noch einen Moment deine Augen bitte und spür bitte dieser Stunde nach. In deinem Körpergefühl, in all den Dingen, die dein Körper erleben durfte in dieser Zeit. All der Vitalität, der Beweglichkeit, der Geschmeidigkeit, der Kraft und Stärke. All das ist ein Teil deiner Körpererfahrung. Aber auch die Atmung, die dich durch diese Stunde begleitete. Nimm sie wahr, in all ihrer Fülle, in all ihrem Genuss. Nimm auch wahr, wie es dir selbst geht, wie sich dein Geist fühlt. Vielleicht zentriert und vital zugleich. Und wenn es etwas gibt, das du aus dieser Stunde mitnehmen möchtest, sei es was Konkretes, eine kleine Übung für den Alltag oder ein Vorsatz oder eine Intention, dann mach dir dessen bewusst, mach es dir klar, mach es dir ja, wirklich präsent, was du mitnehmen möchtest. Was Konkretes. Und dann bewahr es dir für den Alltag, auf dass es dich dort unterstützen und tragen kann. Dann bring zum Ende der gemeinsamen Praxis die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Spür die Hände, wie sie sich verbinden zu dieser dankbaren Geste. Dankbar über die Zeit, die du fandest und dir schenktest, um die Erfahrungen, die da möglich waren. Dann atme beim nächsten Mal bitte tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bring sie über die Seite ganz weit hoch nach oben. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander für deine Stirn, den Mund und dein Herz. Und nochmal, breite dich einatmend mit den Armen nach oben aus und komm ausatmend wieder zurück zum Herzen. Wenn du möchtest, dann genieß auch ein Verneigen, ein Danke vor dir selbst. Wenn du dich aufrichtest, dann lass uns gemeinsam die Augen wieder öffnen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, mir deine Zeit und dein Vertrauen geschenkt hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn du wieder einschaltest und wir uns wiedersehen können. Bis dahin, herzlichen Dank und alles Gute.